Ich würde jetzt gern mit Ihnen auch noch ein bisschen über Ihre Sammeltätigkeiten sprechen, denn wie gesagt, ist das ja der Auftakt auch dafür, dass wir hier Sammler im Haus vorstellen möchten. Sie sind seit über 50 Jahren verheiratet und ich habe gelesen, dass ungefähr zur gleichen Zeit, kurze Zeit danach, auch Ihre Sammeltätigkeit begonnen hat. Da würde mich interessieren, haben Sie, bevor Sie verheiratet waren, jeder unabhängig voneinander, sich schon für die Kunst interessiert? In welcher Weise? Oder fing das eigentlich erst an, als Sie sich kennenlernten und gemerkt hatten, da ist ein gemeinsames Interesse und das bauen wir jetzt aus? Nee, das fing einfach an, als wir geheiratet haben, dann haben wir die Ahnenbilder von unseren Eltern bekommen. Die konnten wir irgendwann nicht mehr sehen. Wir haben gesagt, jetzt müssen wir selber was machen. So haben wir dann angefangen und ich weiß noch, wir haben dann von A bis Z alles gehabt. Es war ein großes Durcheinander. Der Hans-Jürgen Müller hat uns dann, als wir wieder nach Stuttgart kamen, gesagt, so, jetzt müssen wir das aber mal in die Reihe bringen. Das ist ja ein Gemischtwarenladen. Ich war erst sehr böse, aber dann habe ich gesagt, er hat recht. Und dann fing das systematisch an. Hatten Sie denn jeder schon bestimmte Vorlieben? Also ich meine, es ist ja auch immer so eine Geschmackssache, wenn man sich Dinge anguckt. Also gab es da Dinge, die Ihnen besonders zugesagt haben und Sie? Also wie arbeiten Sie zusammen? Wie diskutieren Sie über diese... Also diskutieren, ich weiß nicht, ob man in einer Ehe diskutiert. Was dann? Wir reden darüber und... Ich meine, wenn man gemeinsam sammelt, setzt es voraus, einmal, dass man gegenseitig akzeptiert, dass man sammelt und dass keiner dagegen ist, sonst geht es ja nicht. Und wenn die Entscheidung gefallen ist, dann ist das Sammeln ein Prozess, in dem der eine mal ein doppelt stärkeres Argument hat, meine Frau hat mehr so aus dem Bauch oft das Richtige, ich bin mehr vom Intellekt her und das passt dann ganz gut zusammen. Und manchmal gibt es auch Nein. Ich glaube heute noch, meine Frau war immer für guten Daumen. Mir war das fremd, es war ein großer Fehler. Es gibt auch andersrum Fehler, aber das macht nichts. Daraus. Eine Sammlung besteht ja auch daraus, was nicht in der Sammlung ist. Das muss man einfach mal sehen und das hat sich dann entwickelt. Der entscheidende Punkt unserer Sammelei ist, dass wir rechtzeitig erkannt haben, dass man nur gut sammelt, wenn man thematisch sammelt. Da haben wir uns dann durchgerungen, die nur realistisch zu sammeln, ganz konsequent und nicht links und rechts, sondern das wirklich mal museal voranzubringen, dass man das hat. Es ging dann später ins Museum nach Mannheim, dann kam mal wieder eine Pause und dann ist es ja, das will ich ganz offen zu dem Publikum sagen, man muss ja sehr aufpassen bei den Preisen, die heute genannt werden, dass man fragt, wo kommt eigentlich das viele Geld her? Wir hatten eine Regel, die wir im Großen und Ganzen eingehalten haben, die Kunst muss die Kunst bezahlen. Und meine Generation, wir beide, sind natürlich glücklicherweise in dem Tsunami des Kunstmarktes hochgeschwommen. Das wird sich vielleicht nie mehr wiederholen. Was war unsere Chance? Wir haben Richterbilder gehabt, sehr früh gekauft, die haben wir dann verkauft. Da konnten wir dann Chef Kunz kaufen und Gober. Und so hat sich das Stück für Stück weiterentwickelt bis heute.